Alcina, sie ist die Zauberin schlechthin. In ihrem Labyrinth aus Räumen und Wegen beherrscht sie alle Tricks, um die Menschen, vor allem aber die Männer, verrückt zu machen. Für die Liebe oder auch nur für das sexuelle Verlangen. Doch je nach Lust und Laune schickt sie ihre Liebhaber alsbald auch schnurstracks wieder in die Wüste, ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorstellungen von Moral und Anstand. Vor allem auf den jugendlichen Ruggero hat Alcina es abgesehen, der ihr auch vollends verfallen ist. Von den unbegrenzten Möglichkeiten der Zauberwelt berauscht, vergisst Ruggero ganz und gar seine bürgerliche Herkunft. Und doch droht dem Zauberreich Alcinas Ungemach. Denn Bradamante, Ruggeros Verlobte, hat sich verkleidet auf den Weg gemacht, um ihren Geliebten aus diesem Labyrinth der Verführungen zu befreien. Georg Friedrich Händel hat für sein 1735 uraufgeführtes Spätwerk Alcina etliche bravouröse Arien komponiert, in denen die Emotionen der Figuren quasi Achterbahn fahren. Immer wieder Zweifel entstehen, ob sie nun lediglich ihrer Wahrnehmung oder vielleicht doch ihren Gefühlen trauen können. Regisseur Jan-Philipp Gloger schafft fortwährend neue, in sich verschachtelte Räume und Konstellationen für diese Welt aus Leidenschaft und Fantasie, in der sich allerdings auch die selbstsüchtige Zauberin Alcina zusehends selbst verstrickt. Sie wird zur leidenschaftlich liebenden Frau, scheitert damit aber am eigenen Anspruch, unnahbar und wählerisch eben eine Zauberin sein zu können. Liebe macht verletzlich. So sehr sich Ruggero über die Befreiung durch Bradamante auch freut, die Rückkehr ins bürgerlich vertraute Leben geebnet scheint, so sehr schmerzt ihn doch der Verlust des Zauberreiches von Alcina.